Ach. Ja, ihr wolltet ja den Pfad der Engel gehen. Dämon wäre bestimmt besser gewesen. Alright, Joey. Ein gutes Ende. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Kapitel 4. Kolossale Wunder. Befreie Boris. Oh. Boris, Kumpel! Sag mir, wo du bist. Level S. Accounting und Finanzen. Ach du Scheiße, wir sind in der Buchhaltung gelandet. War super. Oh, Boris! Boris? Oh. Oh. Boris? Ist sie hier? Sind die, oh Gott, Alter. Ja, da weiß ich nicht tatsächlich, wie der Deuten so direkt da höre. Das klingt etwas fleischlich. So, das Archiv. Definitely something missing here. Okay, wir brauchen ein Ventilrad, um ins Archiv zu kommen. Schauen wir mal hier vorne. Bis jetzt haben wir hier noch so viel gesehen auf der Etage. Ich weiß auch, ob es hier so viel gibt. Ventil. Nischt. So, drehen sie alle unterschiedlich schnell. Ich weiß nicht, ob das nachher noch relevant wird. Aber selbst wenn, sehe ich auch kein Ventilrad. Wo bekommen wir das Ventilrad jetzt her? Bendy, Safat, wo ist das Ventilrad? Geh bitte raus. War ich hier irgendwo vielleicht? Will einmal? Nee. Nein. Ah. Plötzlich. Schau mal an. Da ist es. So, na dann. Auf zu den Archiven. Finde den geheimen Durchgang. He will set us free. Ach, ey. Ja, schön hier, schön, schön, schön. Okay, geheimer Durchgang. So, wahrscheinlich ein Buch hier zerren oder so. Ja, so uns muss doch nicht erzählen. So that's how it works. Oh, aber wir brauchen noch viele andere Bücher. Haben wir eins? Menü? Oh, na, mach hier keine Poltergeist-Nummer jetzt bitte. Bitte nicht. Sie sagen mir, ich wäre perfekt für die Rolle. Absolut perfekt. Jetzt läuft Joey durch die Gegend und sagt hinter meinem Rücken Dinge über mich. Ich weiß es. Jetzt will er, dass wir uns morgen wieder treffen. Er sagt, er hat eine Gelegenheit für mich. Ich werde ihn anhören. Aber wenn der Süßholzrasper denkt, er könnte einen Engel hintergehen und damit davonkommen, dann hat er sich aber gehörig getäuscht. Alice, oh, wie sehr sie Lügner hasst. Also die ist wirklich relativ durchgeknallt, die Alte. Da beißt man jetzt die Maus Gefahren ab. So, wo sind denn die anderen Bücher? Wo sind denn die anderen Bücher? Sind die hier drin, eventuell? Ja, muss wohl anscheinend. Okay, lass mal hier im inneren Kreis schauen. Wo ist der Eingang nochmal? Hier. Black Ball Snake! Very scary. Dankeschön. Da, da ist eins.
Und wo ist das letzte? Wo ist das letzte? Da ist das letzte. Und? Ja, falsche Laufen. Private. Betritt die Dunkelheit. Uha. Multiplex Snake. Du. Oh, scheiße. Und hier ist Boris? Boris, Kumpel, ich komme. Hat er keinen Kopf? Scheiße. Was ist das? Okay, was? I can get across here if I can find a way to fix this. Ich muss anscheinend irgendwie einen Code zusammen basteln, mir irgendwie. Oder irgendwie herausfinden, wie ich darüber komme. Oh. So, der Whirlpool wäre dann bereit. Und lass mal ab jetzt. Wow. Ich hab keine Waffe. Ich hab nicht. Oh, ich hab's einfach geklaut. Was hab ich? Was ist das hier? Ich hab jetzt ein schwarzes Herz. Was soll ich damit machen? Soll ich da vorne in die Sammelbox schmeißen? Das war gar kein Problem. Mike, Sammelbox. Genau. Aber die Frage ist. Für was? Knochen, Tasse, Zahnrad. Uhr, würde ich jetzt mal sagen. Sag jetzt, ist das random oder was? Du musst dich damit einschmieren. Wie ein Rasulbad. Ja, nee, das ist ein Hammer, machen wir jetzt hier nicht. Ich mach das da mal drin jetzt. So, also, Knochen haben wir schon. Wie geht's jetzt mit Tasse weiter? Ich bin skeptisch, ob das wirklich so ist, dass man sagt, ja, das macht Sinn. Okay, ich kann den Hebel auch nicht mehr betätigen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Wir haben aber auch nicht viele Möglichkeiten hier, muss man sagen. So, hier noch eine Kiste. Können wir auch mal das Ding. Sie geht natürlich nicht auf. Ist ja klar. Oh, warte mal. Oh, Moment. Wir können hebeln. Eine Tasse. Okay, du musst halt immer was reinschmeißen. Aber wir werden wahrscheinlich ein Zahnrad für irgendwas brauchen, wa? Was ist. Was, ich meine. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, der Zahnrad hätte sein müssen, wahrscheinlich da oben. Die Frage ist: Bin ich jetzt an dem Point of No Return? Hab ich's jetzt verkackt an der Welt? Weil theoretisch, ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt hier nochmal ein weiteres Herz oder irgendwas herkriege. Weil hier drüben ist zu. Hier ist jetzt nicht mehr. Hier kommt jetzt nicht mehr. Mama hat den Laden dicht gemacht. Oder kann man hier nochmal jetzt reaktivieren? Nee. Okay. Gut. Zeit für Zahnrad jetzt. Jetzt wird's was. So ist der Zahn noch eingestellt. Ja, ist es. Bitteschön. Zahnrad! Yeah! Na, bitte, läuft doch. Wenn man sich, glaube ich, mal die ganze Anlage ein bisschen angeguckt, dann hätte man wahrscheinlich schon früher drauf kommen können. Aber ihr seid hier bei Benny und Steve. Hier ticken die Uhren etwas langsamer. So. Okay. Hinein in die Gondel des Todes. Und rüber mit uns. Eine einfache Überfahrt. Ist denn das zu schwer?
Schweine haben sie noch ein bisschen Spannungsbogen erhöht. Mann, das muss doch nicht sein. So, kann ich jetzt hier weiterlaufen? Hello, Boris? Kann einer von euch passieren? Hatten wir das Thema nicht letztens auch in Layers of Fear mit den Händen in dem Flur? I see you there. Und bei Hayblade, warte auch. Your angel is always watching. Ach, der Engel. What is it that keeps you going? Is it the thrill of the hunt? Ja, ist es. Eindeutig. For your freedom? Or perhaps you're just looking for a little friendly. Ja, ne, ich komm natürlich für meinen Kumpel, Mann. Ich will meinen Kumpel Boris retten vor dir. Durchgeknallten Kisse. Ich renn doch schon. Ich renn doch schon. Ich bin noch nie so, ich bin noch nie so zu Fuß. Fahrstuhl ist da kaputt gemacht. So, wo ist er? Wo ist mein Boris? Das ist Lorenz, wa? Okay. Oh je. Hey Leute. Oh Gott. Oh je, die ganzen armen Seelen. Na du, alles gut bei dir? Das meine, ist alles gut bei dir? Ist gar kein Problem, du hast mich nicht erschrocken. Erschrocken, hast mich nicht erschreckt. Ich erschrak nicht von dir. So. Vielleicht noch ein Alien, was uns entgegenkommt. Das würde auch passen. Alter, was für ein Labyrinth ist das denn hier? So, Boris. Komm, wo ist er? Jetzt kletter ich hier wieder zurück, oder was? Okay. Lager 9. Come up and see me. Mal erstmal gucken, ob das Lager offen ist. Natürlich nicht. Ist ja klar. Ist ja klar. Dreams come true. Ah je. Na dann los. Almost here. Almost there. Hallo? Seit 40 Jahren habe ich Attraktionen gebaut, die die Vorstellungskraft übersteigen. Kolossale Wunder, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Ich habe dies alles durch meine Muskelkraft und Schweiß vollbracht. Aber direkt vor den Augen aller, den hochrangigen Investoren, den Wall Street Moguls, stellt mir Joey Drews genau taktlos wie früher genauso den großen Bertram Beatmod als Bertie vor. Als ob ich sein Kind wäre. Sie mögen mich vielleicht bezahlen, Herr Drew, aber ich bin nicht Ihr Eigentum. Ich werde Ihnen einen Park bauen, der größer ist als alles, was Sie sich jemals vorstellen können. Aber bevor Sie sich verbeugen, Herr Drew, sollten Sie wissen, dass diese großartige Leistung mir gehören wird. Einzig und allein mir. Ja, ja, das ist tatsächlich öfters mal so, dass man uns ja nochmal so als Eigentum behandelt wird. Oder so, ne? Herabgewürdigt. So, das ist wahrscheinlich das Lager unten aufgegangen, oder? Vielleicht? Ja.
So, kann ich auf die Kiste springen, abkürzen? Ah, Mist, nee. Es ist unmöglich, über Holzbarrieren zu springen. Hier und diesem Spiel. Willkommen in Bandy Hell. Ah. So, save it. This haunted house seems like the way to go, but it's gonna need some power. It's an old hang in there, Boris. Oh! Ringing the bells. Ja, ich muss mich ein bisschen motivieren, muss ich sehen. Ja? Hier muss auch mal ein bisschen, ne? Geht immer nur ackern, ackern, ab hier und hier los. Ab geht's. Ja, man muss auch mal sich mental stärken dürfen für den Blödsinn, den du jetzt gleich hier in mir abziehst. So, lauter Sammelbehälter. Okay, was haben wir da vorne? Ein Tor, ein riesengroßes Tor. Schalter. Power Station. Okay. Ein unbestimmtes Gefühl sagt mir, bald wird auf jeden Fall das Licht ausgehen. So, okay. Wohin denn jetzt die ganzen Kabel alle hin? Wieso geht's hier? Okay. Ah, okay. Oh. Das geht doch gar nicht. Die sind doch unten geklebt. Hier unten, ja. Oh, sehr schön. Was ist denn das? War denn das? Oh nein! Oh, da hätte er jetzt hier nicht diesen Manzen gemacht, dann hätte ich's gemacht. Pass auf, jetzt kommt's. Ach, so ein Scheiß. Warum macht er das denn? Wieso macht er denn so eine Würfe? Warte mal, haben sie vielleicht die Maus? Ich halt mal hier die Maus gedrückt. Wahrscheinlich ist das ein bisschen. Das ist ja geil, Alter. Schön, schön durchgeworfen. Na komm, Arschdenken. Was ist denn das? Mann. Diese Jungs spielen dort unten in der Lager den ganzen Tag lang Spiele, während ich damit beschäftigt bin, hinter ihnen aufzuräumen. Sie sperren sich immer wieder aus ihrem eigenen Hinterzimmer aus. Deshalb sage ich ihnen, Leute, ihr seid doch clever, oder nicht? Hier ist ein Vorschlag. Warum spielt ihr die Spiele nicht mit dem Spiel, dass derjenige, der gewinnt, die Tür aufstößt? Ne? Es wird euch Jungs Spaß machen und es bewahrt euch davor, jeden Tag hier unten runterkommen zu müssen. Sie waren wie besessen von der Idee, wie ein Hund vom Schmorbraten. Ich sag's dir, wenn die Leute damit anfangen zu erkennen, wer hier das wahre Genie ist, bin ich hier raus. So, schneiden wir hier noch ein bisschen. Yay! Yay! Okay. Urteil, nice. Okay, also wir mussten anscheinend erstmal. Ah, wir mussten erstmal ein paar Spiele gewinnen. Oh. Oh. That's one. Aber. Ich meine, mit dem Hammer, das hat er doch schon geschafft. So, was ist das hier für ein lustiger Stand? Ich kann es jetzt nochmal machen, mach ich es nochmal. Kein Problem. Einmal geschafft, werde es wieder schaffen. Wo ist denn der hin? Was muss ich dafür machen?
Achso, warte mal, zack ein. Soll ich eventuell, genau, den schalte ich um, dann kann ich einen anderen anmachen. Oder was? Nee, falsch gedacht. Okay, dann muss ich jetzt erstmal gucken, wo die anderen Kabel alle hingehen. Die gehen alle in die Wände drin. Dann muss ich jetzt wirklich diese Büchsenwerfen ohne schaffen? Also sinnvoll wäre gewesen, jetzt irgendwie an der Schalttafel alle durchschalten zu können. Ja, du machst ihn runter irgendwie, also nimmst eine Quelle raus irgendwie, schaltest die andere dafür an. Das würde jetzt in meinen Augen Sinn machen. Aber den kann ich jetzt ja nicht mal interagieren, ne? So dass ich jetzt die zwei anschalten könnte, die eventuell da hinten drin geht. Und sie ist auch offen. Gut, okay. Forschung und Design. Looks like I've got some company up ahead. Without some kind of weapon, I don't stand a chance. There's gotta be a way around them. Okay, na toll. Na toll. Keine Waffen. Schauen wir, ob wir oben erstmal irgendwas machen müssen. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt da runter muss. Ich glaube, ich muss da runter. Ja. Ah, okay, man kann die werfen und damit ablenken. Ja, das ist natürlich schön. Das ist natürlich eine schöne Sache. Das ist so der Arm, Alter. Lass mal diesen Arm bauen. Komm, los. Das wird lustig. So, okay. So, ich hoffe jetzt, dass er hier nicht so einen schlappen Wurf macht wie vorhin da mit der Kugel, mit dem Ball. Sehr schön. Das hat ja erstmal eigentlich ganz gut geklappt. Oh, scheiße, du armer Kerl. Das ist das Einzige, was hier funktioniert, ist mein Geschwür. Die Hälfte dieser Menschen kennt noch nicht einmal den Unterschied zwischen einem Schraubenschlüssel und einer verdammten Dampfwalze. Ein Haufen Schwachköpfe ist das. Verbringen den ganzen Tag im Lager darüber zu streiten, wer was machen soll und spielen, dem ich es spiele. Dennoch beschwere ich mich nicht. Ich habe die meiste Zeit für mich allein. Passt mir auch ganz gut. Das Einzige, was mich stört, ist dieser mechanische Dämon dort an der Ecke. Bertram hat jetzt schon einen Monat an ihm gearbeitet. Sagt, er wird eines Tages gehen und vielleicht sogar tanzen. Naja, alles, was er bereits jetzt macht, ist mir unheimlich. Ich schwöre, sobald ich ihm den Rücken zukehre, bewegt sich das Ding. Wer, der hier? Oh. Ja, der sieht... Oh, ja. Den lassen wir mal. Hat auch noch so ein Ding hier? Okay, nee. Der ist außer Dienst. Zum Betrieb, meine ich. Nicht außer Dienst. Ach, scheiße. Sind das eventuell die Mitarbeiter? Schst. Okay. Schade, hätte ich jetzt ja nicht hier rein gemusst. Egal. Wir sind doch noch rausgekommen. So, Mörderbande. Ah, die schnellsten seid ihr nicht, Gott sei Dank. Ha, schön, haben wir. Warum ist die Tür zu? Warum ist der Tür zu? Das ist nicht so schön. Da war doch jetzt kein Schalter, oder? Hä? Das war doch jetzt einfach nur eine Sackgasse, oder? Hat für mich ein wenig was von Bioshock, ja? So ein bisschen was ist auf jeden Fall mit bei. Hier liegt ihr recht. So, den nehmen wir mal jetzt in die Ecke und gucken, was hier ist. Hier ist doch ein Schalter. Habe ich voll übersehen, das Ding. Ah, ja, bitteschön. Los die Dose, holt die Dose. Los, hoppi hoppi. Oh, hoppala. Jetzt sind sie aber ein bisschen flinker.
So, ich hoffe, die Tür ist jetzt offen. Ja, sehr schön. Zweite Ding haben wir geschafft. Mal schauen, welches sich jetzt öffnet. Die 3 wird es denn sein. So, die 3 geht hier lang. Unter den Paletten durch. Okay, das ist das Ding, was hier hinten in die Ecke geht. Okay, muss da lang. Schauen wir mal. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Okay, schließt sich sofort hinter mir. Beunruhigend. Okay, die war wieder zum Essen. Alter, die sehen aber auch was aus, ey, Leute. Fies. Now you think you can just throw me out, trample me to the dust and forget me? No! This is my park, my glory. You may think I'm wrong, but I'm still here. Oh. Ja, okay, was sind für lustige Fahrgeschäft? Okay, eine Axt. Ich schaffe es doch niemals, da jetzt hinzurennen und diesen Kopf da zu schlagen. Also nicht mit der Axt. Oder soll ich die Wagen treffen? Und die. Ah, wahrscheinlich die neuralgischen Punkte hier, wa? So, okay, alles klar. Dann wir Bescheid. Soll ich warten? Na, ich warte erstmal. Wir müssen die Lenke schwächen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich eins, zwei. Aber der muss dafür am Boden sein. Probier mal. Vielleicht. Ja. Haben wir. Sehr schön. Der ist schon mal kaputt. Das war knapp. Okay, also wenn jetzt nochmal so ein Arm runterhängt, das wäre eigentlich am optimalsten. So. Okay. Genau der. So und so. Perfekt. Okay. Sieht so ein bisschen aus wie Edgar Allan Poe. Sprach der Rabe nimmer mehr. So, okay. Komm runter. Perfekt. Hammert? Nein, scheiße. Ich hab's nicht gekriegt. Doch. Knapp. So. Hervorragend. Sag mal, ist das Ding auf beiden Seiten? Nee, oder? Nein, auf beiden Seiten. Scheiße. Verstehe. Oh, das ist natürlich bitter. Der ist bitter. Aber schaffen wir auch. Na los und entscheid dich. Okay, gut. Das ist natürlich echt fies. Wenn auf beiden Seiten erstmal entfernt werden muss. Oha, haben wir jetzt ihn gekriegt? Ja, wir haben ihn gekriegt. Aber es sind nur noch zwei. Die schaffen wir. Den Arm haben wir noch komplett ja nicht angefasst. Ah, scheiße. Wir können ihn nicht schaffen, oder? Das ist zu weit. Oh, nein, ich bleibe ping. Oh, nein. Weg. Oh. Schwein gehabt. Mann, das ist alles so weit weg. So. Haben wir auch noch getroffen. Sehr gut.
Nicht drunter durch, ich komm nicht drunter durch, wa? Ich komm nicht drunter durch, so eine Scheiße. Das ist aber blöd. Das heißt, du musst schon ungefähr irgendwo wissen, wo die anhalten, was ich natürlich jetzt so nicht absehen kann. Naja, da kommt nie ran, kannst vergessen. Oh, bleib hängen, oh, ich hänge! Ah! Nein, bitte nicht, bitte nicht! Ah. Oh, das war jetzt knapp. Das war richtig knapp gerade. Oh, Mann, 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 Mann. So, okay, wir müssen mal hier rüber. Das war auf jeden Fall für die nächste Nummer hier mal schon mal bereitstehen. Okay, den kriegen wir jetzt, dann haben wir einen Arm weniger. Sehr cool. Sehr cool. Bitte nicht. Wo steht der? Was ist jetzt da drüben, ja? Oh, na toll. Wer soll denn da nur rankommen? Hey, hey, hey. Ach, echt jetzt? Dein Ernst? Boah, probiert mal so. Nee, komm von der Seite nicht ran. Schade. Okay, ich muss wirklich auf die Seite darüber. Das ist halt blöd. Hör mal auf. Komm nicht hier rüber. Doch, jetzt. So, jetzt. Will er mich verarschen? Mann, Alter! Da verhöhnt mich! Der Arsch von einem Karussell. So, jetzt aber. Perfekt. Jetzt bleibt er stehen. Jetzt hörst du mir, mein Freund. So. Wo sind deine ollen Arme? Was machst du jetzt? Ich hab auch keine Axt mehr. Around and around. Oh. Schon ein bisschen unheimlich aus. So. Na, das hat doch Spaß gemacht. Nicht. So, warte mal. Von wo sind wir jetzt gekommen? Sind wir von hier gekommen oder sind wir von da drüben gekommen? Ja, schau mal von da drüben. Weil hier ist der Schalter. So, das war jetzt ganz schön aufregend für Tor 3 erst irgendwie. Muss ich mal so sagen. Kalter Kaffee, bar, was? Aber man sagt ja, kalter Kaffee macht schön, Oma. Ne? Deswegen wollen wir mal schon kalten Kaffee nehmen hier. Ah, ich spüre schon, es wirkt nicht. Ist ja Hopfen bald verloren bei diesem Gesicht. So, okay. What's next? So. Auf zur Wartung. Tschu, tschu, tschu. Tschu, tschu. So, werden wir jetzt vielleicht erstmal eine lustige kleine Reise machen. Eine kleine Zugfahrt. Würde ich schön finden. Oh nein, Wasser. Und der Typ wieder. Schöne Sache. Okay, das wird stressig. Das wird stressig. Grundlegende Frage. Jetzt, okay, stehen Züge. Ist da eine Treppe? Muss ich da hoch? Und nächste Frage ist, läuft er hinten um die Züge rum oder dreht er sich jetzt einfach um? Okay, er läuft um die Züge rum. Ist schon mal ganz gut. Dann laufe ich jetzt hier mal die Treppe hoch. Weil ich nicht kann. Weil ich wahrscheinlich erstmal einen Hebel finden muss. Um diese Europalette nach oben zu bewegen. Ach, es ist doch ein Traum. Soll ich jetzt was lesen? Ich lese jetzt hier nichts. Okay.
Okay, wir müssen rennen. Wir müssen schnell sein. Be quick or be dead. Snake eyes in heaven, the beast in your head. Oh, bitte nicht. Das wart? Wartet jetzt? War ein geiles, ist immer noch ein geiles Album von Maiden, Alter. War's das jetzt? Ich glaube ja, ne? Ist Captain Flimmerstunde immer noch hier? Gut, okay. Können wir mal kurz lesen? Ich glaube, dass etwas Besonderes in uns allen steckt. Durch wahre innere Stärke kannst du sogar deine größten Herausforderungen meistern. Du musst nur an dich selbst glauben und zu dir selbst ehrlich sein. Motiviert und vor allen Dingen du selbst sein. Okay, lass uns damit aufhören. Ich kann an einem anderen Tag nicht noch mehr Müll ertragen. Und teile den Jungen schriftlich mit, dass sie das Wort träumen mehr Gebrauch in jeder Nachricht machen sollen. Halte deine Augen darauf. Was? Halte dein Auge darauf, verstanden? Träumen, träumen, träumen. Die Leute verschlingen dieses Schmalz nur so. Was? Es ist immer noch an. Nun, dann schalte es aus, verdammt nochmal. Ja, das sind die wunderbaren, schönen Motivationsreden von irgendwelchen Leuten. Wie sagt man denn? Aus dem Marketing. Oh, oh, was? Er ist noch da? Warum ist er denn noch da? Wo war er denn? Mach, nein! Warum ist er zu? Hau ab, lass mich! Geh weg! Verschwinde! Geh fort! Verschwurft! Warum denn? Was ist denn nun los? Wieso war er plötzlich wieder da? Oh, holy no way! Sieht mich nicht. Scheiße, okay. Oh, nein! Nein! Oh, scheiße! Mach's nicht! Oh, nein! Ah, nein! Das nicht! Ja, schade. Hä? Hab ich jetzt gerade nicht verstanden. Wir haben noch den Hebel betätigt eigentlich. Oder war da jetzt noch irgendein anderer Tasterschalter oder irgendetwas anderes? Also, ich hab's nämlich nicht gesehen. Meine Fresse, wie sie groß eigentlich. Junge, Junge, Junge. Oh. Ah. Oh. Maske! So, okay. Hier geht's hier nochmal kurz hoch. Die Frage ist, warum war der Typ plötzlich da? Er war doch gerade weg. Die ganze Zeit. Dort hinten ist der eine Taster. Ah, okay, Moment mal. Ich verstehe, wir waren ja noch nicht auf. Nee, doch nicht. Nee, doch, warte mal. Das ist ja das Paket, was von der Treppe hochgefahren ist. Hier ist kein anderer Schalter. Warum bin ich nicht rausgekommen? Und wo kam er plötzlich her? Das ist doch mal die Frage, die wir uns jetzt hier mal stellen müssen. Da müssen wir nochmal investigativ reingehen. So, hier kann ich nichts machen. So, okay, also sobald ich jetzt wahrscheinlich hier einen gewissen Punkt erreiche, ist er plötzlich hinter mir und verfolgt mich. Ich verstecke mich jetzt hier vorne einfach. Hä? Wo ist er hin? Nein, nein, nein! Boah, Epic Battle! Okay. Alter. Alter. Der Schrank ist jetzt voll Stuhl. Ist ja nicht wahr. Ist ja nicht wahr.
So, okay, aber wir dürften jetzt damit quasi alles anhaben und werden jetzt den letzten Schalter drücken und mal gucken, was uns das jetzt bringt. Wahrscheinlich geht hier das Gruseltor auf. Befreie Boris. Oh yeah. Boris? Wo bist du, Kumpel? Oh, wir müssen jetzt Geisterbahn fahren. Scheiße, echt jetzt? Oh nein. It's a funny thing how so much can fall apart so fast. We don't get control. Either you were in someone's pocket, or you were putting someone into yours. I just wanted what was promised to me. I just want to be beautiful. Wie fies. Surely you can understand that. Henry, why are you here? Na, um Boris zu retten. Mein Kumpel. We're all dying to find out. Do you just enjoy the terror of the drop into hell? Because if that's the case, hang on tight. I've got a surprise. Oje. Oje. It's tastes like epic boss fight. Ich glaube. Ja, krasser Raum, ne? Hat wirklich so ein bisschen was von dieser Haunted Mansion. So süß, so schaurig, ja, genau. Boris! Oh no, what has she done to you? Boris, Kumpel, Kumpel, mach keinen Scheiß. Boris! Chill deine Base. Meet the new and na wunderbar. Okay, was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Waffen. Wo soll ich jetzt hin? Ist hier was drin? Er läuft doch einfach, er läuft einfach durch. Oh, okay. Er hat ein bisschen Dampf drauf. Hier komme ich natürlich ein bisschen schlechter durch. Und kann einfach durchlaufen. Okay, kann man auch machen. Aber die Frage ist, was soll ich jetzt tun? Wenn ich jetzt hier irgendwelche Explosivfächer hätte oder sowas, dann könnte ich sagen, okay, gut, da sehe ich mich. Wie Benny sagen würde. Na komm, mein Schminky Pinky. Oh, was dicht denn da vorne rum? Was dicht denn da vorne rum? Ist das so ein Herz? Was ich da in den Automaten stecken muss? Stimmt, wa? Jawohl. Jawohl, Böhme. Da hackt doch ein Gewehr. Oh, ne, 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 mach mal nicht. Komm mal her, mein Kleiner. So, ich würde noch mal kurz durchseppeln, irgendwie in der Hoffnung, dass da noch coole Waffen bei sind. Ich hoffe noch auf die Tommy-Kanne. So, gut. Du rennst hier erstmal lang. Danke. Und dann bitte spit it out. Ey, echt jetzt? Oh, noch nicht diese scheiß Siphon-Kacke da, ey. Mann, nicht. Oh! Gerade tatsächlich an dem blöden Sessel hängen geblieben. Na los, komm her. zu so einem Bane-Goofy gemacht worden. Okay, los. Let's do it. Spit it out. Also.
natürlich immer gerade Linie, was halt hier geht. Aber ich mache auch einfach mal nicht so viel Damage. Wahrscheinlich ist er jetzt erst angreifbar. Warum soll ich das jetzt sammeln? Warum gibt er mir das jetzt nochmal zum Sammeln? So, okay, dreh dich um. Blute. Okay. Ah, nein, ich kann damit einmal zuschlagen. Dein Ernst? Oh, bitte nicht, ey. Und jetzt hat er eine andere Attacke drauf. Na, ist ja super. Nimm es doch! Okay, gut. Dann schauen wir mal, was wir jetzt hier wieder haben. Oh. Oh, okay, alles klar. Der macht Damage. Was ist denn jetzt? Kommt doch noch so ein blöder Wagen? Wo läuft der hin? Warum läuft der zu dem Wagen? Ach, er holt sich den Wagen, um mit dem Wagen zu schmeißen. Das ist aber ein toller Typ. Das ist aber ein toller Typ. Schön. Mann, Boris, Alter, du warst mal so ein cooler Kumpel. Hör doch auf, jetzt damit zu schmeißen. Wann kommt jetzt die Szene, wo er blutet? Muss ja irgendwo jetzt noch einen Punkt haben, wo er verletzbar ist. Okay, Kelle, alle klar. Vielleicht, wenn er das Ding in der Hand hat? Wenn man hochhebt? Na. Oh. Okay. Ach, Boris, Kumpel. Das hast du nicht verdient. Who are you? And you? Wer sind die?